servus und hallo Leute. Ja, wir haben schon wieder Sonntag bei mir. Samstag ist nicht so viel passiert, gebe ich ganz ehrlich zu. Da habe ich mich einmal auf meinen Arsch gesetzt, habe mich einfach mal ausgeruht. Ich hatte einfach keine Lust. Ich habe am Freitag, wie der Flo kam, länger arbeiten müssen. Habe früh um 8 Uhr angefangen, dann bis ca. 12 Uhr gearbeitet. Dann hieß es, es ist keiner für die Spätschicht da, du musst die Spätschicht mitmachen, das heißt bis 20 Uhr. Dann habe ich gesagt, ihr wisst aber schon, ihr habt daheim noch einen Stall. Ja, dann musst halt heim, musst schnell Pause machen, deinen Stall machen und kommst dann wieder. Ja, dann habe ich am Freitag quasi bis 2 Uhr gearbeitet, bin dann 2 Stunden heim, habe meinen Stall gemacht und bin dann um 4 Uhr wieder rein und habe bis 8 Uhr gemacht. Und dann, ja, war ich so fertig an dem Tag, habe auf nichts mehr Lust gehabt. Und am Samstag danach, früh um 8 Uhr gleich wieder raus, war also ein relativ kurzes Wochenende dann, bislang. Naja, Stress. Ich konnte dann zwar am Samstag mal ein bisschen eher weiter, aber ich habe dann wirklich auf nichts mehr Lust gehabt, bloß meine Viecher machen und dann einfach mal hinhocken und nichts tun. Da war ich definitiv einmal kaputt. Darf auch mal sein, zumal wir ja relativ viel gemacht haben mit der Inventur und da waren wir ja durchgehend auf der Arbeit und. Einen richtigen freien Tag habe ich ja auch schon länger nicht mehr gehabt. Da habe ich gedacht, naja gut, dann auch ganz gut. Ja, deswegen ist jetzt bei mir schon wieder Sonntag und ich habe noch nichts weiter gefilmt. Am Kipper ist noch nicht weiter gegangen. Mein Vater hat den bloß gestern aus der Scheune rübergefahren in die Maschinenhalle und den Kramer rüber in die Scheune und den IHC wieder auf seinen festen Platz, quasi neben dem Radlader. Davon gibt es wie gesagt kein Video, das hat er gemacht, wie er auf der Arbeit war. Und ja, jetzt steht quasi der Kramer drüben in der Scheune, da bleibt er dabei stehen. Der Kipper steht in der Halle, ich kann aber nichts drauf weitermachen. Dazu müsst ihr den Kipper jetzt nach vorne ein Stück rausziehen. So wie er jetzt steht, kriege ich das Rad nicht runter. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust dazu, jetzt dann am Sonntag. Deswegen mache ich heute ganz normal die Viecher. Und zuerst einmal machen wir hier die Kartoffeln. Ich hole mal ein bisschen Kartoffeln für die Schweine. Habe mir da schon ein Potte hergestellt. Ja, und das ist ja mein Kartoffellager hier unten. Futterkartoffeln. Kartoffeln für den Eigenbedarf, sind aber ein größerer. Und das dahin sind die Bamberger Handler und die Süßkartoffeln. Und hier vorne liegen dann schon wieder ein paar Kartoffeln, die zum Stecken sind. Einmal violette St. Galle und rotschalige, da weiß ich aber die Sorte nicht. Die habe ich mal abgezweigt beim Futter, was da drin war, weil die schon ausgetrieben waren. Habe ich gedacht, das bietet sich ja an. Die kann ich dann gleich in den Boden reinstecken. Wegschmeißen wollte ich sie nicht. Und kochen für die Viecher hätte ich sie zwar auch gekönnt, habe ich gedacht, habe ich für mich gleich was. Deswegen habe ich die hier unten mit gelagert. Ja, und jetzt holen wir mal für die Schweine was, dass die was zu fressen haben. Na Leo? Ja, wie man sieht, bei uns hat es mal wieder ein wenig geschneit gehabt. War nochmal 20 cm gelegen. Und wie man sieht, jetzt taut es schon wieder. Nicht schön.
So. Ein Pott für die Schweine habe ich schon draufstehen. Das ist das und das. Sind ein paar Spargelstangen und ein paar Bohnen. Und von dem da oder was jetzt gar nicht wieder heißt. Karotten habe ich mit drin. Genau. Eine Zucchini und ein paar Pilze. Und das köchelt jetzt hier schön vor sich hin. Und dann habe ich hier noch stehen, das ist Biomüll. 1, 2, 3 Eimer für meine Viecher. Das sind Murbrötchen oder Labler. Da haben wir Labler und unten drin auch ein bisschen zu Grünfutter. Und da dasselbe Spielchen. Labler und unten drin auch ein bisschen Grünfutter. Ja, und eine Kiste ist es gewonnen für die Pferde und die muss ich halt jetzt dann bis Mittwoch aufteilen, bis wieder was gibt. Da muss ich halt jetzt dann immer eimerweise was nicht tun, dann kriegen sie nicht ganz so viel, dann reicht es auch. Die müssen ja nicht immer kistenweiß kriegen, dann kriegen sie halt immer nur ein bisschen eimerweiß, ein bisschen weniger, auch nicht verkehrt. Ja, ich war unten bei meinen Hühner und bei meinen Schweine, da habe ich Stall sauber gemacht. Ja, Schweine haben wir da alles frisch, sieht man hier, mit frischem Wasser da drüben. Und die Hühner haben auch frisch, sieht man wieder hier. Liegt ein wenig Stroh oben auf die Stangen drauf. Macht nichts, das räumen die selber runter. Frischen Sand haben sie. Und natürlich auch frisches Wasser. Ja, zu den Hühnern bin ich gefragt worden, wie das eigentlich ist mit meinen Eierlegeboxen hier. Ich soll die mal zeigen. Also das habe ich jetzt eigentlich schon öfters gemacht und mache es jetzt noch einmal. Die Eierlegeboxen, das sind die. So, wie das System funktioniert, ist ganz einfach. Die hocken da drin, legen das Ei. Die Matten sehen leider aus wie Sau, da brauche ich ja mal neue, das weiß ich. Sind schon bestellt, sind aber leider noch nicht da. Die hocken da drin, legen ihr Ei. Das Ei rollt, sobald sie aufstehen, hier in das Loch. Fällt unten auf ein Gitter. Und rollt auf dem Gitter nach vorne. In diesen Kasten rein. Die Hühner kommen nicht nach, können es nicht zerhacken und die Eier gehen nicht kaputt. Dasselbe ist dann auch unten. Siehe hier. Ja, das ist dieses ganze System. Dann bin ich gefragt worden, ja deine Hühner, die kommen doch nachts gar nicht in die Eierboxen rein. Die sind ja hinten eingesperrt, warum stellst du die Boxen nicht hinter? Ja, das Ganze hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe am Anfang die Legeboxen bei den Hühnern stehen gehabt. Die Hühner waren ja am Anfang vorne im Schweinestall und konnten quasi Tag und Nacht rein. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, nachts legen sie sowieso kein Ei. Das Einzige, was ich früh gehabt habe, das waren Eier in Form von, ich sag's wie es ist, Scheiße. Die ganzen Boxen waren total innen verschissen. Das hat ausgeschaut wie Sau, hat gestunken wie Sau. Die ganzen Stangen waren Trägträger dann. Also das war kein Spaß nicht. Deswegen habe ich das aufgehört, das System, dass ich die mit reinstelle. Habe sie dann in der Gang raus. Die Hühner sind nur in die Eierboxen drin, wenn ich quasi hier unten aufmache. Also früh ab 7 dann normalerweise spätestens. Dann können die in die Eierboxen rein, legen ihre Eier. Da ist auch so die Erfahrung, meistens erst so 8, 9 rum, dass die überhaupt nochmal zum Eierlegen gehen. Ja. Die Boxen bleiben so in dem Sinne sauber. Klar, ein bisschen Dreck hat man immer drin. Wenn die dann länger sitzen auf dem Ei oder was, das kann ja auch mal sein, dann ist durchaus auch mal so, dass ein bisschen Scheiße mit drin liegt oder die tragen den Dreck von draußen mit rein. Aber nachts haben die bei mir keine Legeboxen. Wenn er mal nachts eine Henne legen will, man sieht es ja, wir haben genug Stroh. Also es ist nicht so, dass die einen Legestau hätte, weil sie nicht in den Nest rein könnt. Die kann sich auch hier hinsetzen, könnt hier legen. Haben sie aber wie gesagt auch bislang noch nie gemacht. Und ich hatte bislang auch noch kein Problem mit diesem System. Für mich war es wichtig, alles möglichst sauber zu halten, einfach zu halten. Und wenn die hier draußen stehen, ich mache hier die Tür früh auf, mache hier die zwei Klappen runter. Die sind ja zum Hochklappen, da kannst du sie quasi einsperren, die Hühner, wenn du Glutzhennen hättest. Beziehungsweise zum Reinigen, dass du unten nachkommst und. Ja, die klappe ich dann früh mal auf und lasse die Hühner raus und dann können die rein und raus, wie sie wollen. Und abends, wenn ich sie dann einsperre, jetzt im Winter ist es meist auf 5 rum, im Sommer ist es meistens auf 7, 8 rum, dass die eingesperrt waren. Dann können die so lange halt da rein, können ihre Eier legen und gut ist. Hatte ich, wie gesagt, noch kein Problem damit. Wer jetzt sagt, das ist doch ein Scheißsystem, wie gesagt, das ist mein System, ich mache das so.
muss nicht jedem gefallen. Ich finde es ganz praktisch. Und das ist das Wichtigste. Ja, hier unten sind wir auf alle Fälle fertig. Später fehlen dann noch hinten die Pferde. Die muss ich noch ein bisschen sauber machen. Und vor allem mal Stroh auftun, da ist nichts mehr. Und das Wasser auffüllen. Und dann schauen wir mal. So, da haben wir schon wieder Montag. Ja, gestern, da war die Kamera mal wieder da, Kulär. Habe ich nichts mehr gefilmt bekommen, war ich zu faul, dann ins Haus zu gehen, um einen neuen Akku zu holen. Ich habe gestern noch am Sonntag eine Kleinigkeit erledigt. Und zwar habe ich hier unten im Schweinestall zwei Riegel ergänzt. Und bevor ich euch die zeige, was ich da jetzt genau gemacht habe, schauen wir mal, ob die Hühner Eier haben. Wollt ihr ja immer sehen. Machen wir es auch mal. Ich habe noch nicht mal geguckt. Ein Grünlegerei. Und da liegt nichts. Tja, heute dann recht spartanisch, dann ist es halt nur ein Ei. Okay, kann vorkommen, so ist das halt. Gut, dann zeige ich euch halt, was ich jetzt gestern montiert habe. Ich habe, wie gesagt, hier unten ein paar Riegel montiert. Da waren die alten einfach kaputt. Und das sieht wie folgt aus. Wir haben da einmal jetzt hier hinten einen neuen dran. Beim alten hat das Eisen da gefehlt, dann hast du, wenn du angezogen hast, immer den ganzen Riegel rausgezogen. War natürlich nicht so schön. So finde ich es besser. Ist das wieder schön zu. Hält die Seite. Ja, die Schweinchen fressen. Hier haben wir Futterration. Hier machen wir zu. Einmal dann das Zaungerät ausstecken. Zweimal Licht aus. Dann ist hier unten nämlich Feierabend. So, und dann kommen wir schon zum zweiten Riegel. Normalerweise hatte ich immer diesen Stein hier, den habe ich vor die Tür geschoben. Bloß wenn es draußen nochmal gefriert, habe ich oft das Problem gehabt, dann war der Stein unten an den Boden gefroren. Dann bist du da nicht mehr reingekommen, ist natürlich schlecht zum Hühnern auslassen. Darum habe ich mir jetzt das da montiert. Jawohl, typischer Vorführeffekt. So, hält dicht. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe hier auf der Innenseite das Gegenstück festgemacht. Und wenn ich jetzt mal die Tür zumache, kommt es hier drinnen zum Liegen. Und dann kann ich meinen Riegel reinschieben und die Tür ist zu. Die hat zwar noch leicht Spiel, das ist ganz klar, aber die ist zu. Ja, auf alle Fälle deutlich schöner wie damals mit dem Stein und durch den Spalt, der jetzt dadurch entsteht. Da passiert mir nichts, da brauche ich keine Angst haben, dass irgendwelche Viecher reinkommen. Der Stein hat eher das größere Problem gehabt, der hat nur unten dagegen gedrückt, dann war oben meistens ein Spalt. Jetzt habe ich schön die Last verteilt. Jetzt ist die Tür auch in der Mitte richtig zugedrückt. Ich denke, das hält ein bisschen besser. So, und im letzten Video bin ich gefragt worden, ob meine Schlepper eigentlich Bremslicht haben. Der IHC ja, ganz klar, Dreikammerleuchten. Der KL300 ja, Zweikammerleuchten. Der KA15 nein, Zweikammerleuchten. Der Allgäuer nein, Zweikammerleuchten. So, dann kam die Frage, okay, du hast jetzt beim KL300 quasi Zweikammerleuchten dran und Bremslicht. Wie funktioniert denn das? Gut. Habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt ganz einfach, das zeige ich euch mal. Ich hoffe, es ist jetzt nicht aktuell zu dunkel. Ich habe hier zwar das Licht eingeschaltet, aber wir haben es halt mittlerweile schon Nacht. Der ein oder andere weiß, ich war heute mal arbeiten und nicht auf meiner normalen Arbeit. Ja, deswegen ist leider schon ein bisschen später an meinem freien Tag. Ich zeige euch das jetzt trotzdem mal und zwar wie folgt. Wir haben am KL300 Zweikammerleuchten, so sehen die aus. Diese Zweikammerleuchten kann ich schalten. Mein Standlicht, ganz normal. Und meinen Blinker. Siehe hier. So, jetzt fragt sich der ein oder andere, wenn da jetzt Standlicht und Blinker sind, wo ist das Bremslicht? So, wen es interessiert, das funktioniert wie folgt. Ich kann bremsen. Ich drücke mal Bremse. Und siehe da, die Blinker leuchten. Nein, das ist natürlich nicht falsch angeklemmt.
Das ist Sinn und Zweck. Weil es macht ja wenig Sinn, wenn jetzt bei meinem Schlepper die Rückleuchten heller leuchten würden. Erstens mal können sie das nicht, weil die sind begrenzt normalerweise auf, ich glaube, 10 Watt habe ich hinten drin. Und zweitens einmal, wenn die leuchten, wie sollen die heller werden? Deswegen ist bei Zweikammerleuchten so geschaltet, dass du, wenn du auf die Bremse sappen tust und hast deinen Bremslichtschalter verbaut, dass deine Blinker aufleuchten. Die Blinkerbirnen sind normalerweise mit 21 Watt recht hell, gelten als Warnleuchten bzw. als Signalleuchten, deswegen sind die so hell. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier drauf sapp, man sieht es ja, kann ich jetzt auch immer Standlicht dazu einschalten, dann erkennt man hier gleich den Unterschied. Bremslicht ist deutlich heller wie das normale Standlicht, eben 21 Watt und 10 Watt. Jetzt kam aber die Antwort, ja, wenn du jetzt das so hast und du biegst jetzt meinetwegen, du fährst am Berg runter, sappst auf die Bremse, dann leuchten ja deine Blinkleuchten auf. Wenn du aber unten am Berg direkt rechts abbiegen willst, wie funktioniert denn das dann überhaupt mit deinem Blinker? Den sieht ja dann keiner. Die sehen ja nicht, dass du abbiegen willst. Doch, das funktioniert auch. Das Ganze ist recht umständlich angeklemmt. Ich kann es auch schlecht erklären. Gestehe ich ganz ehrlich. Angeklemmt hat es damals mein Vater. Ich müsste jetzt den Schaltplan wieder genau studieren. Und ja, ich kriege jetzt wahrscheinlich schon angeklemmt am Schluss. Ich sage aber ganz ehrlich, wenn es nicht sein muss, dann nicht. Das hier hat damals jedenfalls der Vater gemacht. Es ist normal kein Hexenwerk dahinter. Beim Warnblinkschalter zum Beispiel vom KA15 war sogar ein Schaltplan dabei, wie du einen Bremslichtschalter mit anschließt. Also machbar ist es. Und wie schaut das Ganze jetzt dann aus? Jetzt stellen wir uns vor, wir fahren den Berg runter, ich sapp die Bremse. Okay. Und jetzt? Keiner sieht, dass ich rechts abbiegen will. Ich setze meinen Blinker rechts. Und siehe da, der Blinker rechts blinkt. Blinker links. Ich hoffe, man erkennt es. Unverändert, bremst. Jetzt habe ich die Bremse. Bremslicht. Gehe ich runter, Bremslicht aus. Blinkt weiter. Hier die Seite nochmal. Ich gehe auf die Bremse. Blinkt einfach weiter. Und das ganze System funktioniert natürlich beidseitig. Das soll ja so. Blinker. Bremse. Blinkt immer noch. Ja, das ist ein recht raffiniertes System. Und es funktioniert hervorragend. Wie gesagt, der Sinn und Zweck dahinter ist ja, dass du die Autofahrer oder allgemein andere Verkehrsteilnehmer damit warnst oder ihnen signalisierst, du willst jetzt abbiegen oder Vorsicht, du sapst auf die Bremse. Ein Bremslicht ist meiner Meinung nach Pflicht bei Schleppern über 20 Stundenkilometer. Der Kramer hier hätte gar keine 20 Stundenkilometer. Den gab es als Schnellgangvariante, da wäre er schneller gewesen. Und ich denke mal, deswegen ist das Bremslicht hier ab Haus drin, ob der dann ein Schnellganggetriebe hat oder nicht. Wir haben es verbaut, der Schlepper läuft aber nur 19 Stundenkilometer, von daher, es wäre nicht nötig. Beim KA15 das Getriebe hat nur die 19,3 Stundenkilometer angegeben gehabt, von daher hat er kein Bremslicht, von Haus aus schon nicht. Ja, ob man es jetzt braucht oder nicht, ich sage mal bei 20 Stundenkilometer, wenn du auf die Bremse gehst, das, du bist eher langsames Vehikel, die Autofahrer sind eh relativ langsam. Bei einem Schlepper mit 30, 40, 50 Stundenkilometer hat es wie gesagt den Sinn und Zweck, wenn du da meinetwegen irgendwo schnell fährst und dann vor dir, braucht er bloß ein Radfahrer oder was, fährt er vorne raus und du musst auf die Bremse, so warnst du deine anderen Verkehrsteilnehmer. Da daher ist es drauf. Und wie gesagt, der hier hat es halt. Und so funktioniert das Ganze. Genau. So, jetzt sind wir unten in der Halle. Ich habe ja schon gesagt, der Kipper steht jetzt hier drüben. Der steht da. Warum wechsle ich den Reifen nicht? Man sieht schon im Moment ein bisschen schlecht. Ich habe es am Sonntag nicht gemacht. Erstens einmal hätte ich den Kipper rausschieben müssen. Geht zwar händisch, ist aber natürlich nicht so toll. Tor musste aufmachen und. Und damit Schlagschraube hier hantieren ist scheiße am Sonntag. Heute ist wie gesagt nichts passiert. Ich wollte eigentlich den Reifen für den nächsten Vlog noch mit fertig machen. Hat nicht funktioniert. Wie gesagt, ich habe heute gearbeitet. Da war keine Zeit. Wird aber auch noch gemacht, weil ich da auch gefragt worden bin. Warum machst du bei deinem Kipper eigentlich alle zwei Reifen neu? So,
Wir stehen jetzt vor dem Kipper. Man schaut sich den Reifen an. Das ist der originale Reifen, der auf dem Schlepper drauf, auf dem Kipper drauf war, wie wir ihn gekauft haben. Schlepper, sage ich. So ein Schmarrn. Die Reifen sind, puh, fragt mich nicht. Ich weiß gar nicht, wann der Kipper gebaut ist. Müsste ich gucken. Sind aber, wie gesagt, nicht mehr die jüngsten. Wir können ja mal aufs Zippenschild gucken, dann kann ich euch sagen, wie alt das ist und wie alt die Reifen sind. Mal schnell hier durchmogeln. Da ist es doch. Unser Typenschild. Und siehe da. Kein Baujahr drauf. Ja, scheiß Dreck. Also ich denke mal, der wird aus den 80er oder sowas sein in dem Dreh. Weil der ist gekauft worden, wie wir danach den IHC gehabt haben. Beziehungsweise der ist gekauft worden vor dem IHC, soweit ich weiß. Weil der hing am Anfang hinter dem Allgäuer. Der Allgäuer hat zwar Hydraulikanschluss und konnte nicht kippen, aber es hat wohl funktioniert, er hat nicht da den beziehen können. Ja, also gehen wir mal davon aus, Anfang der 80er, die Reifen sind jetzt mit Sicherheit 38 Jahre alt. Kannst du so sagen, wie es ist? Sag mal, du gehst jetzt vom Jahr 80 aus, oder selbst wenn du von 84 ausgehst oder was, die sind deutlich über 30 Jahre, sind nicht mehr neu, und das ist eigentlich bei uns der Grund, warum hier neue drauf sollten. Und ich meine, wenn man es jetzt so sieht, das ist jetzt die Seite, wo der neue drauf ist. Also ich finde die eigentlich auch ganz ansprechend, ist auch in Ordnung. Sind halt nicht mehr diese großen fetten Ballonreifen. Die sind halt jetzt ein bisschen schmäler, aber vom Umfang natürlich dasselbe. Noch einmal im Vergleich dazu den anderen Hüben. Den haben wir da. Ja, das ist halt mehr Ballonreifen, der geht relativ gerade raus, der hat das glatte Profil. Klar, die gibt es auch noch, haben aber schlechtere Traglast, schlechtere Pleeray und von daher sind gleich die anderen gekommen, die haben eine höhere Traglast und ja, wie gesagt, sind da qualitativ auch ein bisschen besser und ich denke, mit zwei neuen Reifen dann macht doch auch was her, ist besser wie nichts, weil man ärgert sich doch, wenn man jetzt den einen macht, dann fährt man ewig damit rum und dann geht einem der zweite mal auf der Straße kaputt, das muss ja auch nicht sein. Und bevor man hier am falschen Ende spart, dann macht man alles zwei neu. Schaut euch einen PKW an, ihr tauscht beim PKW auch nicht die Reifen einzeln, sondern ihr tauscht sie normalerweise paarweise. Klar, wenn ich einen Reifen habe, den habe ich jetzt gerade gekauft, fahre mal ein Loch rein, dann kann ich es natürlich, wenn ich jetzt erst 100 oder 200 Kilometer gehabt habe, kann ich einen neuen drauf machen, auf die eine Seite. Wenn ich jetzt aber Reifen habe und bin 2000 Kilometer gefahren und die haben sich gewaltig abgenutzt und das Auto ist vielleicht schon 6 Jahre unterwegs gewesen, ist ja durchaus möglich, dann gehe ich ja wohl nicht her und mache da nur auf der einen Seite einen drauf, wo der kaputt ist und lasse die andere Seite so wie sie ist, da tausche ich sehr normal ab, paarweise. Hat ja zum Beispiel auch Gründe, wie ich ein Bremsen und das ist beim Hänger genauso und wie gesagt, ich spare nicht am falschen Ende, wenn dann richtig und gut ist. Und dann kam noch eine Frage diesbezüglich des IHCs. Da hieß es, ich soll einmal den Motorraum zeigen, dass man sieht, wo der Turbo sitzt und ich soll zeigen, wo beim IHC eigentlich eine Batterie versteckt ist. Können wir machen, ich habe die Haube aufgemacht. So schaut es hier aus. Wir haben da den Wischwasserbehälter, dann Öleinfüllstutzen, vorne den Kühler, da oben sitzt der Turbo drauf, die ganze Ansaugbrücke. Und, wie unschwer zu erkennen, hier vorne drin, direkt vorm Kühler sitzt die Batterie. Eine schöne große 175 Ampere Batterie aus einem Lastwagen. Ich glaube, die hat der Fahrer mal von der Arbeit mitgebracht, so wie die ausschaut. Ja, ein fettes Ding und natürlich unsere ja, eigens installierten Hörnchen. Wir haben eine normale Hupe hier. Und wir haben die Hörner da. So schaut das Ganze aus. Ist relativ simpel gehalten. Ja. Sitzt wie gesagt vorm Kühler. Hier nochmal so einen kurzen Schwenk über den Motorraum, dass man das immer sieht. Wie gesagt, da der Turbo und das Vierzylinder-Motörchen. Tja, und mit seinen Vierzylinder mit 290 PS natürlich nicht schlecht, ne?
Weil ich das immer wieder gefragt werde, wie viel PS hat er eigentlich? Es sind 92. So, dann wisst ihr das. Gut. So viel dazu. Das war es jetzt zu diesen Fragen, die mir gestellt worden sind. Bin ich mal wieder drauf eingegangen. So schaut es, wie gesagt, unter der Haube aus und deswegen habe ich mir die Reifen drüben und Bremslicht. Habe ich gedacht, ach, dann gehe ich mal drauf ein, zeige euch das im Vlog. So ist nicht viel passiert. Ich habe heute den Mist wieder verfahren mit dem Kram. Das habe ich aber das mal nicht gefilmt. Erstens einmal, es war schon relativ dunkel wieder. Und zweitens einmal habe ich gedacht, wenn ich jetzt in jedem Vlog den Mist mitverfahre, dann wird es doch vielleicht ein bisschen langweilig. Muss ja auch nicht sein. Ja, der IHC steht jetzt wieder hier drüben in der Halle. Stunden hat er aktuell kaum gemacht. Sprit ist noch so drin, wie ihn mein Bruder getankt hat. Die brauchen wir auf der Arbeit nochmal. Da muss er nochmal was tun. Und ja, dann passt das Ganze soweit. Und ich würde sagen, das war's für diesen Vlog. Zum Thema, was ich jetzt gestern gemacht habe, beziehungsweise was ich ja bei mir heute gemacht habe, seht ihr ja morgen, also es wäre dann, was ich am Montag gemacht habe. Da kommen wir, denke ich, einmal im nächsten Vlog dazu. Ob dann was draus wird oder nicht, mal schauen. Habe ich morgen noch ein kleines Gespräch und dann gucken wir mal. Ja, und ansonsten würde ich sagen, soweit der Dinge. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und man hört sich ganz normal am Freitag wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus.